Hey ho, meine Lieben, in der Cocktail-Ecke, in der experimentalen Cocktail-Ecke. Tja, ist was aufgefallen, ich komme von der Seite. Einfacher Grund, ich mache das Intro zum Schluss. Ja, ist so, auch einmal. Ich habe hier einen kleinen alkoholfreien Bananencocktail gemacht. Banane-Kokos-Mandel. Um genau zu sein. Und wie ich den gemacht habe, erste Experimentierstufe, seht ihr drüben in der kleinen, aber feinen Küche. Ja, Attacke. Ach so, da war ich ja schon. Naja, euch beam ich da schnell rüber und ja, ich gehe am PC. Tja, mitten in der Nacht aus dem Cocktaillabor. Ich habe mir gerade selber was zusammengeschrieben. Und jetzt schaue ich mal, ob das funktioniert. Sahne, Kokossirup, Mandelsirup, bisschen Zitrone, Banane, Milch. Und ja, jetzt gucke ich mal hier, ob ich einen schnellen, alkoholfreien Cocktail ohne Eis hier zusammenbasteln kann. Ich fange jetzt hier einfach ganz pauschal an mit der halben Banane. Ey, das ist sogar eine Chiquita. Plopp. Na komm, was soll der Geiz? Ich nehme eine ganze Banane. Geht schon wieder los. Wie gesagt, das ist Cocktaillabor. So. Hier tun wir jetzt gleich einmal einen Sputz Zitrone mit rein. Blopp, blopp. Wird schön matschig. Dann nehmen wir 2 cl Mandelsirup, also absolut alkoholfrei. Und 2 cl von dem Kokossirup. Ich habe noch keinen Plan, Leute, wie das schmeckt. Ich sollte mal abgewöhnen, es genau über die Mitte zu schütten. Dann hauen wir einen Sprut Sahne mit rein. Einen schönen Schluck Milch. So. Ja, hätten wir jetzt noch ein Eis oder irgendwas da reingetan, dann wäre das schön voll geworden. Weil wir bescheißen das jetzt einfach voll. Tja. Fertig ist mein erster experimentaler Bananencocktail. Wohlgemerkt alkoholfreier Bananencocktail und den probiere ich jetzt.
schmeckt das Mandelige gut raus. Kommt gut, kommt echt gut. Jo, ruckzuck ist ein kleiner Cocktail entstanden. Aber ich würde sagen, das noch mit ein bisschen Crushed Eis oder Vanilleeis. Das machen wir dann in der nächsten Runde. Gut's Nächte, wir haben schon halb zwei, 2:15 mittlerweile. Wir sehen uns, Tschaikowski.